Einen wunderschönen Abend. Wir haben wieder Donnerstag, 20 Uhr. Und ich bin da wieder, Jana Ahermann. Und mit mir Professor van Laak. Wir schauen schon wochenlang diese 15 Merkmale nach Raimund Moody. Und sicher hast du schon gesehen, unsere erste Video, das war aber in der Reihe 6. oder sowas, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Wenn wir über bedingungslose Liebe geredet haben und über Veränderungen, was im Leben nach einer Nahtoderfahrung passieren können. Ich kann mich sehr gut erinnern, im Jahre 2016, wenn ich Professor van Laak live in München getroffen habe, dann hat er dort einen Vortrag gehabt. Okay, bei Vortrag sieht man sich nicht so in die Augen, aber danach sind wir dann in eine Gaststätte gegangen. Und dort saßen wir an einem Tisch und er hat dort über einen ganz speziellen Fall geredet. Und weil dieser Fall mehrere Aspekte von den 15 Merkmalen hat, deswegen heute nicht ein oder zwei Merkmale, sondern wir schauen uns genau diesen ganz speziellen Fall an. Weil so was, okay, es sind Millionen Leute, bei denen Nahtoderfahrung vorkommt. Aber es gibt nicht Millionen Leute, die eine Nahtoderfahrung haben in der Zeit, wenn sie mit Professor van Laak arbeiten. Habe ich das richtig gesagt, oder? Naja, diese betreffende Person, um die es geht, ist ja auf mich zugekommen. Und dann kam erst die Arbeit. Aber zu dem Zeitpunkt lag die Nahtoderfahrung ja auch schon vor. Also zunächst einmal einen schönen guten Abend, Frau Herrmann. Ich freue mich auch, dass wir uns heute wiedersehen. Und ich habe ja bei einem der letzten Videos schon mal gesagt, dass diese 15 Phasen nach Raimund Moody jetzt besser nicht jetzt in 15 Videos aufzusplitten seien, weil das würde keinen großen Sinn machen, denn vieles überschneidet sich und es ist auch schön, wenn man manche Sachen zusammenzieht. Zum Beispiel haben wir beim letzten Mal über Liebe gesprochen und das Gefühl, geliebt zu werden und über Änderungen im Leben, wenn diese Nahtoderfahrung denn dann mal beendet ist, wie auch eben die jedem, der eine solche Erfahrung macht, nachher nacheilende Haltung, dass unser Tod, dass die Erkenntnis, dass unser Tod nicht sein Ende ist, sondern dass es weitergeht. So, und es gibt Menschen, die sind natürlich in Ausnahmesituationen während ihres Lebens. Warum auch immer, das ist ja jetzt nicht zu diskutieren. Und es geht hier um einen Mann, einen zu dem Zeitpunkt noch jungen Mann aus Berlin. Und wenn Sie das Wort Berlin hören, ich meine das jetzt nicht klischeehaft, aber Berlin ist ja leider, wie man inzwischen feststellt, an vielen Ecken und Enden eher so eine Art menschlicher Grenzbereich. Und so ist es Grenzgebiet. auch, denken Sie mal an Görlitzer Park, so liest man es immer, wo also offensichtlich mit Drogen noch und nöcher gehandelt wird, wie man kolportiert, auch unter den Augen der Ordnungsbeamten. Die dann aus vielleicht auch aus Angst nicht einschreiten. So, also ein solcher Mann, er hat mir schon 2013 geschrieben, nachdem er eine Nahtoderfahrung hatte. Und dieser betreffende Mann war drogenabhängig, aber im höchsten Maße. Das heißt, er hat eben nicht nur geschnupft oder die Drogen eingenommen, er hat auch gefixt. Und harte Drogen quasi, also Heroin. Und er hatte eine Nahtoderfahrung, diese Nahtoderfahrung hat ihn komplett verändert. Und um es direkt vorwegzunehmen, sie hat ihn auch aus dieser Drogenerfahrung herausgerissen. Sie hat ihm quasi, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Menschen das Gefühl haben, sie bekommen eine Aufgabe übertragen. Und genauso ist es auch hier. Er hat das Drogenleben komplett ad acta gelegt. Und er hat mir dann geschrieben, schon 2013, ich lese Ihnen das vor. Ich spürte, dass es so etwas wie die Zeit gegeben haben muss, dass es so etwas, Entschuldigung, ich nehme doch besser die Brille, dass es so etwas wie die Zeit nie gegeben haben muss, das ist ein großer Unterschied, nie gegeben haben muss. Meine Angst und Panik waren, das war offensichtlich eines der Triebfedern auch für den ganzen Drogenkonsum, Angst und Panik in seinem Leben ständig zu empfinden. Und jetzt hat er die Nahtoderfahrung gehabt und er schreibt mir,
Meine Angst und Panik waren komplett verschwunden. Nein, meine gesamte Angst, diese widerliche Grundschwingung, die uns tagtäglich begleitet, war weg. Und das war ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und die Welt, die uns umgab, schien nur noch eine lächerliche Illusion, eine Täuschung gewesen zu sein. Aber ich konnte nur Liebe empfinden. Kein einziges negatives Gefühl war hier, nur Liebe. Und diese Liebe war nicht von dieser Welt. Etwas so Starkes und Schönes habe ich noch nie erfahren oder gefühlt. Und glauben Sie mir, ich habe durch diesen ganzen Drogenmist schon eine ganze Menge krasser Gefühle empfunden. Aber das war völlig anders. Eigentlich reicht unsere Sprache gar nicht aus, das zu beschreiben. Und ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Das hat er mir geschrieben damals und so ist der Kontakt entstanden. Das ist also sein Gefühl, was er während und durch diese Nahtoderfahrung für sich gewonnen hat. Und im Endeffekt ist es dann dazu gekommen, dass er also komplett diesen ganzen Drogenmist, seine Worte, von jetzt auf gleich quasi hat sein lassen. Er hat dann nach einem Jahr oder zwei Jahren hat er auch eine Frau fürs Leben gefunden, hat sie geheiratet und ist auch Vater eines Kindes geworden innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2015, 2016 in der Gegend. Und das war eine wunderschöne Situation letztlich, die darüber gekommen ist. Aber wissen Sie, wenn Sie Menschen kennen, falls Sie es selber nicht kennen sollten, die in einem solchen Drogensumpf zutiefst stecken und damit verhaftet sind, dann können Sie von diesen erfahren oder selber feststellen und wissen, dass das eine unerträgliche Schwierigkeit ist, da überhaupt Boden zu finden, schon auf der einen Seite, aber auch da rauszukommen, ist unheimlich schwierig. Und ich kenne ja auch andere Menschen, die eine solche Erfahrung nicht hatten und die in diesem Drogensumpf steckten und die ganz große Schwierigkeiten haben, da irgendwo dann doch vielleicht herauszukommen. Und viele sind es auch nicht und sind auch verstorben. Und das ist natürlich eine Sache, die dann ganz besonders ans Herz geht, wenn dieser Mensch durch eine solche Erfahrung dann auf einmal sagt, also was habe ich hier eigentlich getan? Und nicht nur, dass er das sagt, das sagen auch andere, sondern dass es auch zu einer Bereinigung führt bei ihm selber, dass er komplett abschwört und dass er sich anderen Dingen zuwidmet und feststellt, also nee, das Leben ist offensichtlich was völlig anderes. Ich werde und ich muss, und das habe ich gemacht, diese Erfahrung habe ich gemacht, in diesem Leben andere Dinge machen. Und das, was dem allen zugrunde liegt, was ich offensichtlich bis dahin nicht erfahren habe, aber jetzt erfahren habe. Und das knüpft an das, was wir beim letzten Mal auch in einem Video besprochen haben. Das ist die Liebe, die bedingungslose Liebe, die ich vielleicht sogar in dem Fall erstmals erfahren habe. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Und das ist das Entscheidende. Und weil es sie gibt, ist was ganz anderes dann für diesen Menschen aufgetreten. Ich bin wiederholt ja auch von diversen Medien, sage ich mal, immer wieder mal angesprochen worden, mitzuwirken in irgendwelchen kleineren Videos oder auch Kommentare zu geben für irgendwelche Sendungen, die sie machen im Rahmen von Nahtoderfahrungen oder auch bei Printmedien, also nicht nur TV und auch Radiomedien, sondern auch Printmedien. Und ich habe dann versucht, natürlich alles anonym, das ist klar, denn bei mir ist sowas selbstverständlich völlig vertraulich aufgehoben, diese Person dann auch nochmal wieder anzuschreiben und zu bewegen, in einem solchen Video mitzuwirken, wo man ihm natürlich garantiert hat, dass er auch anonym bleiben könnte. Das hat er aber offensichtlich bisher nicht gewollt. Also der Kontakt ist dadurch jetzt auch zusammengebrochen. Vielleicht ist das aber auch gut so, denn er hat sich ausgesprochen und wir haben nachher nochmal Kontakt gehabt, so ist es nicht, aber er hat ein ganz neues Leben begonnen und dieses Leben war auch nach ein paar Jahren, nachdem wir nochmal tatsächlich Kontakt hatten, völlig stabil und das ist gut so. Wenn ich dazu etwas sagen darf,
ich kenne, wenn wir jetzt über die Interviews oder die Öffentlichkeitsarbeit, kann man so sagen, wenn wir sprechen, für mich war meine Nahtoderfahrung sehr lange sehr intime Sache. Ja. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die Nahtoderfahrung hatten und die sind nicht bereit, ja, auch überhaupt darüber zu reden, auch wenn man die Anonymität verspricht. Ja. Weil jede Nahtoderfahrung ist intimer als Sex, als alles Mögliche. Das ist wirklich sehr, weil es geht um die Seele. Entschuldigen Sie, dass ich kurz aus Bild gehe. Ich wollte Ihnen trotzdem bei der Gelegenheit einfach deswegen auch eine andere Sache schildern, wo Sie das sagen. Sehen Sie, alles okay. Ich habe ja schon mal vor, wie soll ich sagen, vor 8 Filmchen oder so, also vor einigen Filmen, habe ich ja gesagt, dass Nahtoderfahrungen nach meiner Überzeugung eigentlich die Grundlage aller Religionen sind. Weil Nahtoderfahrungen oder, sagen wir es allgemein, außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen zurückgehen auf die Geburt des Menschen, das heißt die gesamte Menschheitsgeschichte begleiten. Und wenn wir, und wir wissen heute, dass schon vor Hunderttausenden von Jahren definitiv die Menschen an das Überleben unseres Todes geglaubt haben. Das weiß man von Höhlenmalereien oder man weiß es von Grabbeilagen und Grabbeigaben und allem Möglichen oder von Beerdigungsriten, die es gab. Und wir können davon ausgehen, dass es zu den wesentlichen Grundlagen überhaupt der Menschwerdung gehört. Nicht, dass wir eine besondere Hand entwickelt haben oder den aufrechten Gang. Das ist sekundär erst gekommen, sondern primär fand diese Menschwerdung da oben statt, um es mal so zu sagen. Und zu dieser Menschwerdung gehört eben ein Dreierlei. Die Erkenntnis, es gibt etwas, was über uns steht, was wir nicht beschreiben können, aber existiert. Wir nennen es im Christentum Gott, die Mohammedaner sagen Allah, ist völlig egal, die Indianer Manitou. Ganz wurscht, wir können es eh nicht beschreiben, aber es existiert. Punkt eins. Punkt zwei, es gibt etwas, was unseren Körper, den wir sinnlich wahrnehmen, unterscheidet von dem, was auch noch existiert und von dem wir ein Teil bereits sind, ohne dass wir es vielfach realisieren bzw. realisieren wollen. Und das ist eine geistige Ebene, eine Informationsqualität oder Informationsebene, egal wie Sie es nennen wollen. Es ist jedenfalls etwas, was wir besitzen. Nur wir glauben, es sei das Produkt des Körpers. In Wirklichkeit ist es das sicherlich nicht. Das ist einfach wissenschaftlicher Unsinn, der da allerdings sehr breit verzapft wird von Materialisten, denen ich, für die ich keine große Sympathie übrig habe. Ich diskutiere gerne mit ihnen, aber das, was sie erzählen, ist in meinen Augen Blödsinn. So, und das Dritte ist, das ist das Entscheidende, woraus sich das andere auch ergibt, sie denken und glauben, der Tod ist nicht unser Ende. Das heißt, es geht weiter. Eben nicht so, wie wir uns materiell hier wahrnehmen, aber es geht weiter. So, und ich habe auch schon mal in einem Video gesagt, und das halte ich auch für extrem wichtig, der Glaube des Menschen seit Anbeginn der Menschheit, dass der Tod nicht unser Ende ist, ist das eigentliche grundlegende Dogma aller Religionen. Gäbe es diese Fantasie, in Anführungsstrichen, nicht, das, was wir im Christentum die Botschaft von der Auferstehung nennen, also die Auferstehungsbotschaft nennen, gäbe es diese Fantasie nicht, dann wären alle Religionen für die Katz oder für die Tonne. Denn es ist, wäre, ja, es muss man so sagen, denn das ist das Entscheidende. Was sollen wir mit Religionen, wenn da nicht dieser wesentliche Kern drin stecken würde? Wie der ausgemalt ist und interpretiert wird, das ist völlig egal. So. Und da komme ich dann wieder zurück zu den Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrungen durchziehen also die Menschheit. So, und wenn wir jetzt mal in die Bibel gucken, und zwar in den 2. Korintherbrief, dann hören wir die Geschichte des späteren Apostels Paulus, der aber ursprünglich mal ein Saulus war oder Saulus hieß und der ein Christenjäger und Verfolger war. Und dann passierte etwas und das knüpft genau an das, was Sie sagen. Im 2. Korintherbrief steht dann nämlich 12,2ff, also wer nachlesen möchte. Ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, jetzt kommt ein ganz wichtiger Passus, ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, bis zum dritten Himmel entrückt wurde. Und dann kommt der nächste Satz und da steht drin, und ich weiß, dass der betreffende Mensch, dritte Person Singular,
Und jetzt kommt wieder, ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, ins Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte vernahm, die einem Menschen auszusprechen versagt sind. Sehen Sie, was steckt da drin? Vor 14 Jahren. Das heißt, er hat eine Erfahrung gemacht, mit der er lange Zeit nur mit sich selbst beschäftigt war, noch nicht mal vermutlich im internen Familien- oder Freundeskreis, sondern das war seine eigene Erfahrung. Er spricht nicht von sich, sondern er spricht von der dritten Person. Singular, ich kenne einen Menschen. Aber entschuldigen Sie bitte, tatsächlich meint er sich. Ja? Und dann kommt das Entscheidende, dass er zweimal dasselbe sagt. Ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es. Sehen Sie, das spiegelt genau das wider, was die Nahtoderfahrenen sagen. Ich bin irgendwo im Raum, fühle mich völlig integer als Persönlichkeit wie vorher auch. Ich habe Arme und Beine und könnte sprechen, wenn ich nur wollte. Ich brauche es aber nicht, es passiert. Und ich sehe auf einmal meinen Körper da unten liegen und das ist ein Wrack. Ja. Ja? Ob im Leibe, das weiß ich nicht, oder außer dem Leibe, ich weiß es nicht, nur Gott weiß es. Verstehen Sie, das ist die Verwirrtheit, die diese Menschen haben. Und trotzdem sind sie, trotz dieser Verwirrtheit, in diesem Moment oder in diesem Einzelfall, spezifischen Bereich, sind sie voll orientiert und sie sind voll klar und sie sehen das als Realität. Das ist nicht für sie ein Traum, es ist für sie eine Realität. So, und genau das, was hier schon vor 2000 Jahren eines der wesentlichen Mitsäulen oder Mitelemente für das Christentum war, finden Sie in allen Religionen ganz genauso wieder. Und darauf bauen alle auf. Das ist die Menschheitsgeschichte. Und deswegen sind auch diese Religionen alle große Kulturschätze. Man muss nur lernen, sie zu lesen. Das und große verstehen, Problem. Was dahinter steckt. Und verstehen, was dahinter steckt. Ich kann Ihnen das im Alten Testament, da Genesis 1 und 2 auseinanderpflücken und kann Ihnen sagen, wie viel Blödsinn daraus an Interpretation gewonnen wurde. Ich will Ihnen da nur ein ganz kurzes, kleines Beispiel vielleicht noch nennen. Vielleicht haben wir diesen Moment der Zeit noch. Ich schenke Ihnen diesen Moment. Das ist aber lieb. Sehen Sie, Sie kennen alle das berühmte, die berühmte Story von Adam und der Erschaffung der Eva, also der Frau, aus der Rippe des Adam. Okay. Ja, wenn Sie das so lesen, das ist so niedergeschrieben, aber das ist purer Blödsinn. Warum ist es purer Blödsinn? Weil hier das Althebräische durch zweimalige Übersetzung, erst ins Griechische und nachher ins Deutsche, das letzte erfolgte von Martin Luther, völlig durcheinander geraten ist. Und zwar zum Schluss vorsätzlich. Es steht ein ganz wichtiger Aspekt drin, oder mehrere wichtige Aspekte. Zunächst einmal heißt Eva übersetzt oder kommt Eva übersetzt im Hebräischen aus dem Wort Shava. Und Shava ist das Lebenspendende. Eva ist also die Lebenspendende. Ja klar, sie ist die Frau. Und Adam stammt von Adama. Adama heißt unter anderem die Menschheit. Adam ist also nichts anderes als ein Vertreter der Menschheit. Wir sehen darin also schon etwas, was zurückgeht auf Menschheitsgeschichte. Wir haben also zwei Personen, das männliche Wesen der Menschheit und die das Leben Spendende. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, das Wort Rippe. In dem Wort, das Wort Rippe, was nämlich da verwendet worden ist in der Übersetzung, das ist im Hebräischen eigentlich das Wort ZL. Das Hebräische ist eine Konsonantensprache und da war das ZL. Dieses ZL kann unter anderem Rippe bedeuten, das ist richtig. Aber das Wort Zelo, was dahinter steckt, bedeutet eigentlich der Bogen. Und nun kommt etwas Wichtiges. Die alten Juden hatten genauso wie sehr viele Menschen heute natürlich eine gewisse Scham, das Wort Penis auszusprechen. Und für das Wort Penis gab es das Wort der Bogen. Bogen. Zelo. So. Und dieses Wort steckt da drin. Also wenn Sie jetzt nur einfach mal Worte zusammenfügen, wie alter Mensch aus der Menschheit, erster Mensch, und die das Leben spendende, und der Penis für den Bogen, kommt das nächste Wort, was da drin steckt im Hebräischen, das Wort Tardema. Tardema heißt übersetzt die Erkenntnis. Im Griechischen wurde aus dem Wort Tardema das Wort, sagen wir schnell. Sie wissen es.
Das ist jetzt das Schlimme. Aber Sie wissen das. Wenn Sie voll aus sich herausgehen, wie nennt man das nochmal? Ich komme da jetzt nicht drauf, das ist furchtbar. Also ist egal, fällt mir gleich ein. Tardema heißt jedenfalls Erkenntnis. Und im Griechischen übersetzt, vielleicht finde ich es ja. Schauen nicht. Sie schnell. Oh, das ist furchtbar. Nein. Ja, doch, das sind dann, wenn man viel redet und den Mundfusel nicht redet, dann kommt man leider auch schon mal in solche Wortfindungsstörungen. Ich jedenfalls leider. Und ich hoffe nicht, dass das irgendeine physiologische Grundlage bereit hat. einen Moment. Da gehen wir mal hier rein. Ich habe es aber gleich. Das müssen Sie jetzt leider akzeptieren. So. Ich akzeptiere gerne und unsere Zuschauer auch. Das will ich hoffen, weil sonst haben wir keine Chance. So, ich habe es aber jetzt auch gleich. Ich habe es ja irgendwo dann, Gott sei Dank, auch wenigstens mal stehen. So, ja, genau. Ein ganz simples Wort, ich kam aber nicht drauf, das ist manchmal furchtbar. Das Wort Tardema, also die Erkenntnis, wurde übersetzt dann ins Griechische und ins Griechische wurde es übersetzt zu Ekstasis oder besser gesagt Ektasis. Das war das, wo ich drauf suchte. Was Ektasis ist, das wissen Sie auch, wenn Sie kein Griechisch können, nämlich Ekstase. Wir könnten Ekstase, wenn wir das im sexuellen Kontext benutzen würden, auch etwas anders übersetzen. Aber was der liebe Herr Martin Luther draus gemacht hat, das ist der Tiefschlaf. Und eins ist die Ekstasis bestimmt nicht, Tiefschlaf. Sehen Sie, und wenn Sie diese Worte einfach verbinden, erster Mensch der Menschheit, die das Leben gebärende oder spendende, der Bogen als Synonym für Penis und der Tiefschlaf als dumme Übersetzung für Ekstasis, die aber auch falsch ist, sondern nur einen Zustand vielleicht beschreibt, einen Momentzustand beschreibt, aber was dahinter steht, ist eigentlich das Entscheidende, nämlich Tardema, die Erkenntnis. Dann kommen wir auf den eigentlichen Sinn dieses kurzen Abschnittes in Genesis 2.1, dass hier nämlich den Menschen erklärt wird, wie es zum Menschen kommt, durch die Erkenntnis, unter anderem sage ich allerdings, durch die Erkenntnis, dass sie auch die Kinder zeugen. Ein Tier schafft es natürlich auch, die Kinder, also die Nachkommen zu zeugen, aber das Tier weiß es nicht, sondern das Tier geht einem bestimmten Trieb nach, können wir jedenfalls weitgehend von ausgehen, vielleicht manche Menschenaffen oder vielleicht auch Wale haben da schon mehr Erkenntnis, aber zumindest können sie es nicht vermitteln. Deswegen müssen wir da mal davon ausgehen, das Tier fördert zwar oder führt zwar zu Nachkommen, aber das Tier weiß es nicht. Es besitzt nicht die Erkenntnis dessen. Der Mensch hat aber die Erkenntnis gewonnen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil er nämlich die Erkenntnis gewonnen hat, dass es durch sein Tun und Handeln unter Benutzung des Bogens, lassen Sie mich das so einfach formulieren, zur Nachkommenschaft kommt. Dadurch hat der Mensch auch gelernt, wieder eine neue Stufe seiner kulturellen Entwicklung zu erklimmen, nämlich Familien zu gründen, was auch dazu führte, dass nicht die Männer, wie bei den Elefantenbeispiel, die männlichen Bullen, zum Beispiel bei den Elefanten die männlichen Bullen, nachdem die Nachkommenschaft da ist und die männlichen Bullen herangewachsen sind, aus der Familie herausgesondert werden, hier Mann und Frau und Kind und vielleicht auch die Großeltern zusammenblieben. Familien wurden gegründet, es wurden die ersten Sesshaftigkeiten später gegründet. Das heißt, sage ich jetzt mal, Orte, familiäre, soziale Bande wurden zusammengeknüpft. All das geschah, weil der Mensch die Erkenntnis gewonnen hat, dass es eben zur Nachkommenschaft kommt. Und das Wort Tardema, Erkenntnis, kommt immer wieder vor. Und das Wort Adama in der Bibel übrigens auch. Und es bedeutet eben immer wieder auch dann im späteren Verlauf Rückschritt auf das erste Menschliche. Und wir finden dieses Adama immer wieder, wo es dann völlig falsch übersetzt wird mit Erde oder mit Boden. Tatsächlich heißt es nur, da der Mensch sich fehlentwickelte an verschiedenen Stellen, kam es wieder zu einem Rückschritt
zu dem Ursprünglichen, dem Adama, und von dort musste die Entwicklung wieder neu ausgehen. Das finden wir wiederholt. Bei Kain und Abel finden wir das und bei allen anderen. Kain und Abel waren sicherlich nicht einzelne Personen, sondern es waren ganze Gruppen. Und die einen waren eben schon fortschrittlicher als die anderen. Und dann töteten die einen die anderen. Und damit ging es zurück zu Adama. Aber von dort ging neues Wachstum aus. Und so sind wir Menschen genauso heute angelegt. Wir haben jederzeit leider, und so sieht es im Moment aus, die Möglichkeit zurückzukehren auf den Vorsinnflutlichen, sage ich mal, im biblischen Sinne, auf die Adama, weil wir Menschen haben, die nicht in der Lage sind zu begreifen, dass Entwicklung innerhalb der Menschheit jetzt stattfindet und jeder Einzelne mitmachen muss und betroffen ist. Und dann kann dieser Rückschritt auf die Adama vonstatten gehen. Und wenn das passiert, wird die Menschheit wieder neu anfangen und wieder weitergehen. Aber es wird Millionen Jahre oder zumindest tausende Jahre vielleicht brauchen, bis sie den heutigen Punkt erklommen hat. Und alles, was dazwischen ist, ist von diesen Menschen in Mitleidenschaft gezogen und ins Unglück gezogen worden. Aber weil es weitergeht nach dem Tod, werden sie alle dafür für sich selbst und vor sich selbst zur Rechenschaft gezogen werden. Denn sie müssen über sich selbst urteilen und sie müssen selbst weiterleben und sie müssen lernen, doch noch zu wachsen. Und wenn sie diese Rückschritte für sich selbst heute, trotz ihres freien Willens, den sie haben, nicht begreifen, umzusetzen, hat jeder Einzelne es in Zukunft verdammt schwer. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Genau. Und das ist eine wunderschöne Verbindung eigentlich zwischen dem, was uns alle begleitet. Und das sind die Religionen. Und auch wie, jetzt will ich das nicht so übertreiben, aber wie wichtig diese Nahtoderfahrung sind, wie wichtig ist, dass die Leute darüber reden, wie wichtig ist, dass man auch darüber geforscht wird, damit das einen festen Platz in der Gesellschaft bekommt, als eine Erfahrung, die uns zurück zu uns bringt, die uns zeigt unsere Potenziale, aber die uns zeigt auch, was historisch eigentlich an uns zukommt. Sehen Sie, die Nahtoderfahrung, um es nochmal zu sagen, sind für den Einzelnen, der die Erfahrung gemacht hat, wie ein Beweis. Ja, es ist ein Beweis. Wie ein Beweis. Aber sie sind aus wissenschaftlicher Sicht natürlich kein Beweis. Aber, und das ist entscheidend, sie sind ein wichtiger, unverzichtbarer Mosaikstein auf einer breit anzulegenden und angelegten Argumentationskette. Und diese Argumentationskette führt eben zu der Tardema, zu der Erkenntnis, dass es nach unserem Tod weitergeht, was die Menschheit seit Anbeginn ihrer Existenz erfahren hatte und wusste und davon überzeugt war und was heute eher verloren geht, als es, dass es früher verloren ging. Und die Wissenschaft sollte nicht das bekämpfen und schon gar nicht durch Ignorieren oder durch lächerlich machen bekämpfen, sondern sie sollte gucken, dass sie das stützt und unterstützt, denn jeder Einzelne wird gefragt sein, auch die Wissenschaftler, die versuchen, das zu bekämpfen. Und das wäre sehr schade für den Betreffenden. Mir kann es erstmal lange egal sein. Ja, auch wenn natürlich das Wachstum des Gesamten, das habe ich ja mal gesagt, des Kollektivs davon abhängt, dass jeder Einzelne kommt. Ich bin auch bereit, jeden mitzunehmen, wenn er das möchte. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn er es nicht tut, tut das erstmal nicht. Dann sage ich Ihnen, dann machen einige, um es mal wieder so ein bisschen plakativ zu machen und vielleicht auch zu salopp, dann machen einige eben schon frühzeitig das Abitur, während die anderen noch 20 Jahre hinterherhängen. Das ist dann eben so. Es ist so. Ja? Es ist so. Aber irgendwann kommen sie auch. Ich bedanke mich sehr, weil heute haben wir ein bisschen länger gemacht als gedacht. Aber diese... Ich bin nicht so gut in der Philosophie, aber... Ich musste ja suchen, das war das Problem. Weil ich Das ist alles okay. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein oder andere, die jetzt zuschauen, genau mehr von Ihnen wissen wollen. Und freilich, wie ich jedes Mal sage, Leute, da unten sind die Links. Es sind Links zu mir, es sind Links zu Professor Verlag, zu seinem Channel, wo man andere Sachen erfährt, zu seinem Buchverlag, wo man die Bücher, die er geschrieben hat, selber herausgibt. Habe ich das richtig gesagt? Herausgeber. Es ist dort auch zu seiner Webseite. Und
Freilich, was wichtig ist, wir haben schon einige Videos gemacht und wenn du heute erstes Mal zuschaust, dann schau auch die anderen, weil es sind, ab und zu haben wir uns wiederholt, aber es sind viele, viele Themen, die wirklich man für eigenes Wachstum, für eigenes Verständnis und Erkenntnis von diesem Leben nutzen kann. Und zumindest ich mache nächste Woche weiter und ich denke, wir finden vielleicht ein oder zweites Thema oder drei Themen, die wir noch mit Professor van Laak machen können. Und jetzt wünsche ich allen eine wunderschöne Nacht, eine schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag, 20 Uhr, wieder die Bis Premiere. schon. Schönen Abend noch, Feiermann. Tschüss. So, tschüss.